Ja, meistens hat man natürlich kein Fußball-Tennis-Netz dabei und möchte aber gern Fußball-Tennis spielen. Also muss man das Netz simulieren. Wir haben hier mal so ein kleines Beispiel aufgebaut. Paul, pack mal da hin. Ja. Wir haben einfach in der Mitte eine Freizone, da darf der Ball nicht auftippen. Das ist unser Netz und dann kann man auch viel Spaß haben. Okay, Aufgabe immer von hinten mit Dropkick. Einmal auftippen und jeder hat drei Kontakte gemacht, oder? Nee, insgesamt nur einmal auftippen. Bis 10. Ja, Fußballtennis ist natürlich sehr beliebt bei den Spielern, weil es so eine Verbindung ist zwischen ein bisschen Spaß haben, aber auch Wettbewerb. Viele Sachen werden geschult, Zusammenspiel, Technik, Ball hochhalten, Ball schießen, Ball köpfen. Da kann man auch mit den Regeln variieren. Großes Feld ist ein bisschen dynamischer, kleines Feld fordert mehr die Technik.